Also schauen wir da so hin. Weil eigentlich sollte da ja auch gar nichts Gefährliches sein. Ich meine, der Bauernhof hier hätte es gemerkt, wenn da irgendwelche von diesen Steinwächtern rumlaufen würden oder ähnlichem. Und genauso hätten sie es auch... Hallo? Hey, Cavalorn. Oh, kleinen Moment. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Jetzt nicht vor Cavalorn hier keine Reaktion machen. Ein Drecksvieh weniger. Hier hauen wir schnell um. Ah, mit einem Streich. So stark sind wir geworden inzwischen. Na ja, guck nicht mal hin. Na gut. Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Ja. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Sicher. Großartig. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinnes so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Hier hast du's. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Ja, also fürs Gold haben sie es auf keinen Fall gemacht. Den Erzbrocken hätten wir lieber zu einem Erzlangenschwert oder ähnlichem weiterverarbeitet. Aber es ist halt Cavalorn, den kennen wir schon seit einer Weile, den wollen wir jetzt nicht übers Ohr hauen. Und wenn er sein Erz wieder haben will, dann soll er sein Erz wieder bekommen. Zumal er ja auch ein Bruder ist, ne? Des Rings des Wassers. So, wir sollen jetzt hier einen Mechanismus finden. Dann gucken wir uns die Steine noch mal genauer an. Oh, ein Knöterich. Und da war gerade was. Ein Schalter. Der nichts macht. Ja, ist hier noch mehr. Wo einer ist, ist auch ein zweiter. Der auch noch nichts macht. Da ist noch ein dritter. Und ein Lederbeutel. Ja. Da. Oh, da passiert was. Wir haben was getan, Cavalorn. Aber ist nichts passiert. Hast du es gemerkt? Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Loberts Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Da muss jetzt einer von uns... Ja, er wird nicht ins obere Viertel kommen. Ja. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Watras. Ja, bleibt wieder alles an uns hängen. Na gut, da wir hier oben aber noch nicht waren, schauen wir uns hier erstmal um. Aber außer irgendwelchen Feldräubern oder dergleichen wird es hier wahrscheinlich nichts geben. Vielleicht noch ein paar Kräuter, die wir mitnehmen könnten, aber das war's dann auch. Oh doch, da funkelt was. Ein Kronstückel und eine Steintafel, die in unserer Masse von Steintafeln untergeht. Ne, es war eine Lebensenergie. Das können wir dann auch gleich lesen. Jo. So ziemlich die hilfreichsten Steintafeln, die wir gerade finden können. Die Lebensenergie-Dinger.
in so mehr aushalten ist ja doch ganz schön. Und wir können uns da auch nichts verhunzen, was unser Training angeht. Also, ne, wie nicht für bei Stärke oder Zweihandwaffen. Aber es kann gut sein, dass die Paladine das erst rausrücken, wenn wir uns bewiesen haben. Also, beziehungsweise bis wir bewiesen haben, dass es wirklich Drachen im Minental gibt und dass die Paladine wirklich Hilfe da brauchen. Das wäre nicht so schön. Das wäre echt nicht so schön. Also es stimmt zwar, dass wir so oder so... Oder können wir Xalas besuchen, oder? Es stimmt... Er wird eh sagen, dass wir einfach nur das Auge bekommen sollen. Ja. Genau, also die Paladine werden das eventuell nicht rausrücken. Und wir müssen ja eh auch zurück ins Minental. Uff. Aber nicht so bald. Das sind viel zu viele Orks. Und ein Ork hat uns gerade fast getötet und mehrere Stadtwachen. Also eine Wache ist tot und die anderen sind verletzt. Ich bin ganz deiner Meinung. So bereit dafür sind wir noch nicht wirklich. Ich hab mir das schon gedacht. So, wir müssen ins obere Viertel, ne? Stopp. Ich kann das nicht glauben. Da wollten wir uns eh noch mal eine Ruhe umgucken. Hat auf die falschen Leute gehört. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ja, genau. Bei den Läden, die keine Schilder davor haben, wir dürfen nur in Häuser reingehen, die Schilder davor haben. Irgendwann musste es ja so. Ich war bei Lord Hagen. Und? Du hast ihn doch nicht etwa mit deinen Drachengeschichten belästigt. Doch. Das darf doch nicht wahr sein. Er hat mich losgeschickt, ihm Beweise zu bringen. Na dann, viel Glück. So ein Spinner. Von mir erfährt keiner was. Was machst du hier? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr... Verstanden, Gerbrand. Du reißt ganz schön das Maul auf. Du solltest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt zeigen, sonst bekommst du hier noch ganz gewaltige Probleme. Ich sage hier, wo es lang geht. Wenn wer Ärger macht, bekommt er Ärger mit mir und sollte schleunigst die Stadt verlassen. Denn wenn ich mit ihm fertig bin, wird er sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Die meisten Leute im Hafen arbeiten für mich. Und wenn du irgendwann mal Arbeit suchst, solltest du zusehen, dass ich dich in guter Erinnerung habe. Mir erfährt keiner was. Wow, was ein Arschloch. Gibt's was Neues? Leute wie du haben hier oben nichts zu suchen. Hier wohnt die ehrbare Gesellschaft. Keine Streuner und auch keine Ganoven. Wenn du es schaffen solltest, zu Ansehen und Vermögen zu kommen, bist du hier eventuell auch gerne gesehen. Es war doch sein Wunsch. Ja, gut. Bye-bye. Das ist eine schlimme Sache. Immer wieder das Gleiche. Was du hier? Ist das wirklich wahr? Wenn ich da reingehe, haust du mich dann? Das könnte ein Laden sein, aber es ist kein Schild davor. Ich wundere mich. Wobei, das ist eher eine Küche hier vorne und ein Essbereich. Nee, das wird kein Laden sein. Das da auch nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Nö. Das sind alles Wohnhäuser. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Wird sich das jemals... Vielleicht hier hinten. Du stehst da nur zur Dekoration, ne? Ja, okay. Lässt uns also vorbei. Und an diesem Ort. Kann Vatras bis hier oben hören. Ich hab so ein... Hey, du! Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Denn noch alles kümmern? Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Erz-Zweihänder. Ich möchte ein Erz-Zweihänder. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen.
Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Das klingt ein wenig hochgestochen, oder? Ein Ring der Unbezwingbarkeit. Wenn ich es nicht mit Damit ist man bestimmt nicht unbezwingbar. Das können wir ganz leicht auf die Probe stellen. Aber mal gucken, was du noch so hast. Zeig mir deine Ware. So, Geschwindigkeitsringe sind schon mal gut. Da kommen wir sonst nämlich nicht ganz so häufig ran. Vergessen Schriftrollen und Schlaf hätte er noch. Ein Lehrbuch. Zum Kampf mit 5000 Goldmünzen. Wow. Und wir dachten, wir wären reich, ne? Ja, nee. Hier oben zeigen die uns, was reich wirklich bedeutet. Und lauter Klimbim, das eher für einen Magier interessant wäre. Ja, nee, gut. Das merken wir uns. Du bist also wohl Händler aus dem Laden hier ohne Schild. Da ist ein Schlafzimmer direkt im Eingangsbereich. Hier ist ein Schild. Das einzige Schild bisher. Saladriels Tränke steht da unten drunter. Müsst du wohl Saladriel, hm? Willkommen, Reisender. Suchst du einen guten Trank? Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Weil du im oberen Viertel bist, oder wie? Na, sag mal deine Ware. So, Heiltränke, Mana-Tränke, Snapperkraut ist. Ja, gut. Feuerregen und Unwetter und Schutz vor Flammen. Also, die Tränke sind ganz nett. Aber wir haben noch ein paar. Ja. Nee, du. Wir kommen eventuell später nochmal vorbei. Wenn wir mehr Heiltränke brauchen. Schlimme Zeiten sind das. Hier noch irgendwo irgendwas zu holen? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Alle am Tratschen hier. Das darfst du keinem erzählen. Du bist der Händler, der eben gerade noch da stand. Wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Also wir haben einen Händler für Tränke, einen Händler für besondere Waren, der Snapper-Krallen haben will, aber nicht von irgendeinem Snapper. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Da oben Nur gehen es entscheidet über Recht und Unrecht. Von mir erfährt keiner was. Du bewachst ein Kämmerlein. Was gibt's Neues? Es wird Zeit, dass die Paladine den Bauernaufstand endlich beenden. Wer das Gesetz bricht, muss bestraft werden. Gerade jetzt, wo wir im Krieg sind. Stimme ich nicht so mit überein. Wir arbeiten ja für die andere Seite. Es war doch seine Entscheidung. Aber der ist wohl noch ganz grün hinter den Ohren, hat noch nie eine Söldnerrüstung gesehen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wir werden einfach so vorgelassen, das ist schon mal gut. Wir sollten mal mit dir zuerst sprechen, richtig? Aber er hat nichts mit dem Ornament am Hut. Na gut, dann halt direkt zur Quelle. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Das ist sehr entgegenkommend. Und wir mussten nicht mal irgendwas beweisen wegen Drachen oder ähnlichem. Ich denke, du bist gekommen, um mit Lord Hagen zu sprechen. Also solltest du das auch tun. Wow. Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen, obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben. Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Orkhorden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein. Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Ja, na gut. Wahrscheinlich würde er uns Einhandkampf oder so beibringen wollen. Na gut, wir haben das zweite Ornament. Jetzt müssten wir noch zu Unas Hof. Wo war das letzte? Irgendwo im Wald. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Das wird sich nie ändern.
Oh, das könnte mit dem dichten Wald im Osten gemeint sein. Also nicht direkt Osten, sondern eher Nordosten. Das ist übrigens auch der Wald, wo der gepanzerte Ork stand, also der schwarz gepanzerte Ork und die Waage. Ich denke, wir sollten also doch Laras Angebot annehmen, dass er uns dahin bringt, weil das könnte hilfreich sein. Ja, das heißt, wir stiefeln runter zum Hafen, sacken Laris ein, folgen ihm dann hoffentlich in die richtige Richtung. Vielleicht können wir ihn ja unterwegs sonst anstupsen, dass wir einen kleinen Umweg gehen. Nicht, das hast du nicht halt, gewusst. Ne? Zu dem Steinkreis, wenn es im Steinkreis ist. Noch gar nicht gewusst. Bei der Taverne kommen wir allerdings nicht vorbei. Das muss warten. Da muss ich mich dann bei Zeiten dran erinnern, dass wir es auch noch machen wollen. Also den Tavernenbesitzer darauf anschnacken, dass wir mal in seine Höhle wollen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Die ja vorher zugenagelt gewesen sein soll. Deswegen haben wir es vielleicht noch gar nicht gesehen. Ein bisschen Gestrüpp davor und ein gutes Versteck. Hey! Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Hey. Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Okay, lass uns gehen. Wohin? In den dichten Wald im Osten. Nordosten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ja, das heißt, Laris müsste jetzt eigentlich durch das Osttor die Stadt verlassen, dann nicht Richtung Orkhöhle oder Taverne gehen, sondern links rum Richtung Leuchtturm. Den wir übrigens irgendwann auch nochmal aufräumen wollten. So vor einer Woche oder zwei hatten wir eigentlich vorgehabt, da mal hinzuschauen. Aber es gibt immer so viel anderes Interessantes zu tun und Dringendes. Also der Jack scheint am Hafen zwar nicht so super glücklich zu sein wie bei seinem Leuchtturm. Aber das Licht aber kommt war eine Qual für Belia. Da war es mit den Ornamenten abliefern jetzt wichtiger und im Minental vorbeischauen und sich durch Ork-Horden durchdrängen. Ja, das ist wichtiger. Das darfst du keinem erzählen. Ja, dann fehlt irgendwie eine Wache, ne? No way, ja. Laris, das ist falsch. Ja. Ach ja, er will sich wohl wieder besaufen in der Taverne. Ich erkenne deinen Plan, Laris. Kaum so bei der Taverne dann vorbei, sagst du, wir könnten ja hier kurz eine Pause machen und dann hebst du schon wieder ein. Diesmal nicht, mein Junge, diesmal nicht. Hast du schon bei Onas Hof damals abgezogen. Bringst uns nur bis zur Taverne, dann sagst du, ja, du geh einfach da weiter, ich bleib so lange hier. Mhm. Ist dann gleich in die Taverne gegangen. Und sonst hockt er die ganze Zeit nur am Hafen und macht da eigentlich gar nichts, außer aufs Wasser zu starren. Das ist auch ein interessanter Job. Wassermagier haben anscheinend genug Geld, um Leute für sowas zu bezahlen. Hanf, hanf, hanf. So, jetzt aber hier links abbiegen, ne? Oh. Das gegen die Wand gelaufen, Laris. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Laris? Okay. Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Nein, du kannst wieder gehen. Ja, natürlich wieder rein. Ja. Gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Ah. Na gut.